So, hallo erstmal zu unserem Lord of Heroes Raid Video. Ich wurde ja gebeten, nochmal unbedingt ein Lord of Heroes Video zu machen. Gruß geht an der Stelle raus an Nightcat04, dass sich das gewünscht hat. Sehr penetrant. Ja, wie man sehen kann, ich habe auch schon die Story jetzt auf normal durchgespielt. Ja, das Ende war ein bisschen enttäuschend. Sagen wir es mal so. Ja, heute geht es jetzt darum, um die Raids. Ich muss es auch leider wieder mit dem Handy aufnehmen. Es funktioniert immer noch nicht mit dem Emulator. Ja, die Raids. Warum sollte man die Raids machen? Weil es auf jeden Fall relativ gute Belohnungen gibt hier im Allianz-Shop. Deswegen sollte man auch auf jeden Fall seine zwei täglichen Kämpfe machen. Es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt. Jeder Schaden trägt dazu bei. So, wer es erste Mal macht, wird es wahrscheinlich so wie ich gemacht haben. Automatische Auswahl und Start. Hier an der Stelle mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr einen Charakter auswählt, könnt ihr hier noch so Unterstützungscharaktere hinzufügen. Das ist gerade am Anfang eigentlich sinnvoll, wenn man noch keine ausgelevelten Charaktere hat. Natürlich wird es jetzt auch Sinn machen, die Unterstützungscharaktere hier auf die Bersten-Slots zu setzen, weil die halt um einiges stärker sind. Das mache ich jetzt aber halt hier mal nicht. Ja, das Raid-Monster sollte man, glaube ich, auch schon kennen. Gegen das hat man auch schon mal in der Story gekämpft. Zumindest gegen eine Variante davon. Die Kämpfe laufen auch immer noch im gleichen Schema ab. Also es läuft vollautomatisch. Man hat auch keinerlei Möglichkeit zum Eingreifen. Und der Boss teilt natürlich echt viel Schaden aus. Also gerade auch dann auf höheren Stufen. Ja, aber ich sag's mal so, wenn jeder aus der Gilde immer, wenn man gerade eine aktive Gilde hat, mit einem Haufen Member, ist der Raid eigentlich eine schöne Sache. Kann jeder ein bisschen was dazu beitragen und selbst wenn man anfangs nicht so stark ist, gerade durch die Unterstützungscharaktere kann man da trotzdem ein bisschen ordentlich mitmischen. Also da braucht sich dann auch keiner irgendwie scheuen zu sagen, oh ja, ich habe noch keine gescheiten Charaktere. Macht trotzdem mit. Ich meine, es gibt auch für jeden Fight, den ihr dann abschließt, gibt es dann auch nochmal Belohnungen. Das zeige ich euch dann auch schnell nach dem Fight. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade von Clover Games, dass das Spiel explizit Blue Stacks nicht unterstützt. Weil sonst würde ich das, glaube ich, auch viel intensiver spielen. So spiele ich es halt nur ab und zu mal am Handy, wenn ich mal gerade Zeit und Lust habe. Ist halt auch immer mit dem Aufnehmen ein bisschen tricky. Ja, und von der Story bin ich halt auch ein bisschen, muss ich sagen, jetzt nach dem ersten Durchspielen ein klein wenig enttäuscht. Also um die komplette Story zu sehen, ohne euch mal spoilern zu wollen, trotz alledem, wird man so auf mehreren Schwierigkeitsgradstufen trotzdem nochmal durchspielen müssen. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich da die Muße dazu habe, weil man da halt dann schon ziemlich hart grinden muss.
Ich musste da auch schon für den Endkampf ziemlich grinden. Und jetzt haben die neuesten Gegner ja, sind fast genauso stark wie der Boss im letzten Level quasi. Also da muss man dann schon viel in seine Truppe, viel Zeit investieren, zumindest als Freeplayer. Aber in meinen Augen nach wie vor eigentlich ein tolles Spiel. Klar, Arena ist ein bisschen Pay to Win, aber PvE kommt man mit Zeit eigentlich auch ganz gut voran. Ja, jetzt ist der Fight hier auch schon zu Ende. Das war's. Ja, und wie gesagt, nach dem Kampf gibt es dann eigentlich auch ein paar nette Belohnungen, je nachdem, wie ihr euch geschlagen habt. Ja, an der Stelle war's das dann aber eigentlich auch schon mit dem Raid-Video, weil den zweiten Kampf, dann kann ich mir jetzt sparen eigentlich. Wäre nichts Neues. Ja, danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder über ein Abo freuen. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dürft ihr mir natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, wieso und weshalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.